Alex, die Kamera läuft. Sorry, war gerade noch dabei, das Wahlprogramm zu checken. Die Wahl zum EU-Parlament findet alle 5 Jahre statt. Für die Europawahl 2019 ist ein Zeitraum von 4 Tagen gesetzt, und zwar vom 23. bis 26. Mai 2019. Der Grund? Die unterschiedlichen Wahlgewohnheiten in den einzelnen EU-Staaten. In Deutschland wird üblicherweise am Sonntag gewählt. Die Deutschen wählen 96 von insgesamt 705 Abgeordneten im EU-Parlament. Zur Wahl stehen 51 Parteien mit ihren Spitzenkandidaten. Manfred Weber, Ska Keller und Katharina Barley. Kennen Sie nicht? Dann geht es Ihnen wie wahrscheinlich vielen anderen. Ich bin heute in der Münsteraner Innenstadt und möchte wissen, wie das Wahlverhalten der Leute ist. Kennen unsere Befragten denn überhaupt Europawahlkandidaten? Da geht's schon los, kann ich Ihnen nicht sagen aus dem Kopf. Ich würde nicht einen benennen können, ich bin ganz ehrlich. Ein paar Bilder auf der Straße habe ich gesehen. Aber gerade erinnere mich nicht an den Namen. Janis Varoufakis. Martin Sonneborn, Nico Semsrott. Also Manfred Weber, Franziska Keller und mehr weiß ich nicht. Bei der ersten Europawahl 1979 gaben europaweit rund 62% der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2014 gingen nur noch 43% an die Urne. Gehen die Leute also am kommenden Sonntag wählen? Ja, ich werde wählen. Ja. Wahrscheinlich schon. Bin mir noch nicht sicher, wen ich wähle, aber mir ist es wichtig, eine Wahl abzugeben. Ja, also ich werde wahrscheinlich schon vorher wählen, weil ich das Wochenende nicht da bin. Auf alle Fälle, weil es sehr wichtig ist, dass man seine Stimme zumindest der Partei gibt, auch wenn man die einzelnen Personen nicht kennt. Umweltschutz, Migration, soziale Gerechtigkeit. Bei der Europawahl gibt es viele Themen, die den Wählern auf dem Herzen liegen. Worauf legen die Münsteraner bei der Wahl besonders Wert? Für mich ist besonders wichtig, die Vision von Europa. Umweltschutz, würde ich sagen. Integrationsthema finde ich total wichtig. Dann Umweltthema finde ich total wichtig. Also finde hier klasse diese Freitagsdemonstrationen. Die Arbeitswelt, Arbeitsplätze, die Umwelt ist mir sehr wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, gerade jetzt ein positives Signal für Europa zu setzen, gegen Abgrenzung, eben aber auch, dass sich nur noch die Staaten um sich selbst kümmern. Sondern es geht wirklich darum, dass Europa mit einer Stimme spricht. Insofern ist es jetzt entscheidend, zur Wahl zu gehen und eben dann auch einen aktiven Beitrag zu leisten. Nicht jeder Bürger weiß bereits, wen er wählen soll. Der Wahlomat zum Beispiel soll den Leuten helfen, die passende Partei zu finden. Wer sich allerdings schon besonders sicher ist und es kaum abwarten kann, nimmt die Briefwahl in Anspruch. Haben Sie sich denn schon entschieden, wem Sie am Sonntag eine Stimme geben werden? Auch das habe ich getan. Insofern weiß ich ganz genau, wen ich nächste Woche Sonntag mein Kreuz geben werde. Noch nicht ganz, nee. Ich schwanke gerade noch. Nicht 100%, aber ich glaube schon. Ich wähle die Grünen. Der FDP, DiEM25, das ist die Partei von Varoufakis. Ich glaube, ich werde die Grünen wählen. Ich hatte SPD gedacht, aber ich glaube, ich werde die Grünen wählen. Volt, genau. Volt. Zwischen der schwanke ich auch noch. Ich würde jetzt die Grünen wählen diesen Sonntag, weil sie am ehesten meine politische Meinung vertreten. Das war's mit der Umfrage. Ich muss sagen, ich blicke sehr gespannt auf die Europawahl am 26. Mai, verabschiede mich für heute und sage ciao.